Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir die Zwiebel der gelben Pikmins gefunden und haben auch noch ein weiteres Besatzungsmitglied gerettet. Und heute ist es an der Zeit, dass wir diese Höhle erkunden, die wir beim letzten Mal betreten haben. Da müssen wir aber erstmal das hier kaputt machen. Da kamen Eispigments raus. Na gut, irgendwie muss ich das Ding ja aufbekommen, ne? Edit, erstmal das da. Dann das da. So, und jetzt müssen die Eispigmente das gefrieren lassen. Aber man kann die ja auch so machen. Ja, ich kann die auch so dran schmeißen. Was ist denn das für ein Visitenkärtchen? Ansonsten ist hier nichts. Okay. Okay, der Teil da oben, der war ja wirklich geschenkt. Und hier geht's auch schon wieder raus. Hier ist wieder jemand gestrandet. Warum überrascht mich das überhaupt nicht? Okay, die Roten wollen da aufräumen. Keiner von uns ist feuerfest. Irgendwie ist hier unten auch überhaupt keine Gefahr. Okay, Otschen kann da nicht mit. Warum ist hier kein einziger Gegner? Ich frage mich, wie viele ich jetzt mittlerweile schon erblüht haben lasse. Okay, hier brauche ich definitiv Otschen. Wartet, bevor ihr da was macht. So, jetzt können wir. Jetzt kann ich mit Otschen hier nämlich erstmal aufmachen. Wir hätten uns auch mal die Animation dafür ansehen können, was passiert, wenn ich einen aufs Feuerboden werfe. Sesam, öffne dich. Okay, mehr können dann nicht tragen helfen. Ach, guck mal, wo ich das hier weggemacht hätte, hätte ich auch mit Otschen einfach hochspringen können. Gerade sagen, geht arbeiten. Los. Bringt das euch weg. Eine Ladung Goldklumpen wurde transportiert. Die waren früher beim Mehrspielermodus mal wichtig, die Goldklumpen. Thank you.
So, da drin ist er, ne? Hilfe, die ziehen mich mit! Ich sehe mir die Visitenkarte an. Hoffentlich ist es einer unserer Kollegen. Spanel oder Bernhard werden noch vermisst. Tierfreund Dalmo. Heimatplanet Sosor. Er liebt Tiere und sie lieben ihn. Diese Zuneigung ist so aufrichtig wie sein Lächeln. Für einen Forscher nicht selbstverständlich. Ein Tierfreund? Er hat sich sicher Captain Olimas Logbuch gelesen und interessiert sich für die Kreaturen hier. Zum Glück haben wir ihn gefunden, bevor er gefressen wurde. Wie viele ganz normale Leute sind denn eigentlich hierher gekommen, weil sie mal ein Abenteuer erleben wollten? Wenn es so weitergeht, treten wir uns hier bald gegenseitig auf die Füße. Die wollten halt die Umgebung hier erkunden. Kannst du irgendwo nachvollziehen? Also ich will ja nichts sagen, aber diese Höhle war echt geschenkt. So, wir haben Goldklumpen, Erinnerungsfragment oben links, Gefieder des Phönix und Kranich-Talisman des Lebens. Nochmals, die Höhle war geschenkt. Und da sind wir. Ja, passt. Ich hole mal das Schiff hier hoch. Wisst ihr, Leute, jetzt ist es mittlerweile wichtig, welche Farbe die Knöpfe haben. Und mit wen ich die abtransportiere. Weil wenn ich sie jetzt von den gelben abtransportieren lasse und das die gelbe Farbe hat, dann kriege ich 10 gelbe Pigments. Ja, wenn die Farbe übereinstimmt, kriegt man das doch bitte. Den haben wir ja schon mal getroffen. Komm, einmal Stacheln hast du noch. Angriff! Wir haben keinen. Hier kann man den Picknick nicht platt treten, wie es scheint. Warte, der kriegt seine Stacheln wieder offenbar. Na komm, schieß doch. Und tot. Oh, ich konnte ihn nicht transportieren. So, ist hier oben noch irgendwas? Ich habe irgendwie mehr hier oben erwartet. Da ist noch so ein Loch zum Graben. Quatschen gleich lieber die Blüte an. Na gut, transportiert das ab. Ach, jetzt sammelt er für die Gelben auf einmal. Sammelt er immer für den, das ich als letztes eingesammelt habe? Oder wie funktioniert das? Okay, bei dem Eispigment scheine ich offenbar alle schon in voller Blüte zu haben. Ich will gerade gucken, ob ich für irgendwen die den Nektar da hinten auch nutzen kann. Weil wir machen gleich eh Abfahrt. Ja, bei den gelben sind ein paar. Obwohl, wenn alle dran ziehen, dann könnte es noch klappen. Ich bleib einfach in der Nähe. Genau, tragt ihr das mal weg. Ich glaube, die Drachenfrucht schaffen die noch. Bei der Erdnuss bin ich mir unsicher. Ne, die Erdnuss schaffen die nie mehr. Vergiss es. Wo ist der letzte? Ist da hinten hängen geblieben?
Das schaffe ich nicht mehr. Beim besten Willen nicht. Einer stirbt. Den einen konnte ich nicht retten. Der war zu weit weg. Was ist überhaupt mit Zeit zurückdrehen gemeint? Ich weiß jetzt nicht, ob das den ganzen Tag zurückspult. Ich weiß, es klingt etwas fies, aber für einen Pikmin rennt ich jetzt nicht in der Zeit zurück. Und ich finde, ein Pikmin-Tod ist jetzt auch nicht so tragisch. Wären bei mir 20 gestorben, das wäre was anderes. So, wir haben Digo und Dalmu gerettet. Wir haben richtig viel Glycerium wieder gesammelt. 71% haben wir die abgeschlossen. Und wir haben jetzt eine zweite Zwiebel. Wir haben es geschafft, Chefin. Heute haben wir unseren Scout gefunden, Digo. Von einem grünen Schnabel gerettet, nicht zu fassen. Ich muss ziemlich nachgelassen haben. Digo, ich bin ja so froh, dass du wohlbehalten zurück bist. Dir geht es doch gut. Na, Anführerin Shepard. Nein, ich finde es nur nett, dass du dir Sorgen machst. Hm? Die strukturelle Integrität in dieses Fisches hier lässt nach. Ihm fehlt eine Schraube. Hey, Doktor. Schlaumeier, du könntest dir schon etwas mehr Sorgen um mich machen. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Ich habe Neuigkeiten, was unseren Piloten angeht. Wirklich? Weißt du nun, wo er sich befindet? Das wäre ja fantastisch, Diego. Nein. Ah, der künstliche Tiefschlaf hat dir sicher zugesetzt. Wir besprechen alles weitere dann morgen. Hol dich erstmal aus. Hm? Ja, gut. Die Anführerin, die sorgt sich um mich. Ich kann es kaum glauben. Oh, aber lies dir doch bitte alles unseren Rettungsmissionen durch, bevor du dich hinlegst, damit du gut vorbereitet bist. Muss das wirklich sein? Nur noch zwei Leute fehlen von der Crew. Also, Digo, hast du wirklich unseren Piloten getroffen, als du gestrandet warst? Ja, also, ja, Bernhard und ich sind uns mal begegnet, aber dann hat ihn sich so eine belaubte Kreatur geschnappt. Eine, wie bitte? Wie sah eine Kreatur mit Blättern auf dem Kopf? Jemanden auf einem großen Hund landen. Bernhard und ich wollten folgen. Aber tja, wir waren zu spät. Der Gestrandete wurde in eine Höhle geschleppt und auch in so eine Blattkreatur verwandelt. Wirklich? Als ob ich mir das allein ausdenken würde. Wer bist du eigentlich überhaupt? Jedenfalls hat uns dann dieser Laubtyp entdeckt. Wir haben die Beine in die Hand genommen und das kann ich euch sagen. Als ich mich umdrehte, war Bernhard weg. Vielleicht hat er es nicht ausgeschafft und wurde auch zu einem Laubling. Einem Laubling? Ach, Bernhard und ich hatten angefangen, sie so zu nennen. Ist einfach, als kommt ein mischisches Wesen mit Blättern auf dem Kopf. Und recht eingängig, oder? Wer oder was sind diese Laublinge? Wie wichtig ist aber erst einmal, dass wir unseren Piloten finden. Haltet uns Crew auf eure Station, bitte. Verstanden. So, kann dieser Digo irgendwas? Jetzt könnt ihr euch entspannen. Digo ist zurück. Wie die Rettungskuh nur so lange ohne mich auskommen konnte? Ja, es wird sich noch zeigen. Erstmal hat mir die Anführerin befohlen, mich ordentlich auszuruhen. Also schön, Grünschnabel, dann sehen wir mal, was du drauf hast. Jetzt guck nicht so. Eine Aufgabe mehr schadet dir nicht. Ich will, dass du dir jeden Winkel dieses Planeten anschaust, bis jedes Gebiet zu 100% erforscht ist. Ich glaube, den einen Laubling, den wir mal gesehen haben, das war wirklich Ulima. Die Form, die passt auch perfekt. Ich heiße Dalmu.
Als ich von diesem Planeten erfuhr, brach ich ohne zu zögern auf. Ich muss alles über die hier ansässigen Kreaturen erfahren. Ich träume davon, alles, was wir über die Fauna hier herausfinden, in einem Lexikon zusammenzufassen. Der Piklopädie. Piklopädie öffnen. Wenn ich nicht gestrandet wäre, hätte ich mittlerweile schon eine ganze Menge passierlicher Geschöpfe getroffen. Es ist mir schon richtig peinlich, da ich hierher kam, um mehr über sie zu erfahren und noch kein einziges gesehen habe. Bitte, die müssen auf deiner Expedition doch bereits viele Kreaturen begegnet sein. Erzähl mir alles über sie. Selbstverständlich würde ich mich auch dafür erkenntlich zeigen. Das ist mir über meine kleinen Lieblinge wert. 4 fehlen mir. Dann kriege ich was von dem. Aber jetzt sehen wir mal die ganzen Viecher mit Namen. Zwergpunktkäfer. Wieso sind die Zwergpunktkäfer eine andere Familie als die anderen? Die Punktkäferlarve. Die Rüsselignisse. Rüsselglacis. Rüsselferes. Schmorkuchen. Er erinnert ja fast schon an eine leckere Frikadelle, frisch aus der Pfanne. Ach, die Pigments sind hier auch drin. Das erste Mal, was man bei den Eispigments sieht, ist, wie sie jemanden verdreschen. Dasselbe bei den Roten. Ein Igelschwein heißt dieses neue Monster. Ich meine, das ist witzig. Die weiblichen Termitentos sind sehr friedlich, die greifen ja nicht an. Aber die männlichen, die fressen alles weg, was ihnen vor die Nase kommt. Das sieht aus wie eine Kaulquappe. Interessant. Hast du etwa schon genug? Sprich mich wieder ein, wenn du mehr über diese charmanten Kreaturen erfahren möchtest. So, dann würde ich sagen, verbessern wir noch unseren Hund. Ich finde, er sollte erstmal Zugkraft haben. Aber so die Aufladezeit für den Sprint zu verbessern wäre auch nicht schlecht. Komm, wir gönnen ihm mal Angriffskraft. Den guten alten Motschin. Kriegen ja auch wieder einen Knusperknochen für Otschin dafür. Hast du irgendwelche neuen Rezepte? Aha, ich habe ein neues Item entwickelt. Aus den verfügbaren Materialien habe ich bereits einen Prototyp hergestellt. Doch sie selbst. Aha, dann legen wir los. Der Untätigkeitszähler. Okay. Wieder nützliche Sachen. Die Steinbombe. Die werden wir in Zukunft öfter mal brauchen. Weiß ich jetzt schon. Da will ich mir 2 auf jeden Fall mitnehmen. Ach, guck mal, 3 sind Maximum. Okay. Wir werden ja vor Ort noch ein bisschen was finden. Ja, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, würde ich sagen, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pikmin 4. Ciao und bis dann.